Herzlich willkommen zu Teil 37 der Reihe Ausgewählte Aufgaben aus dem Wettbewerb Känguru der Mathematik. Wir wollen heute sprechen über die Aufgabe A9 aus dem Wettbewerb 2017 Klassenstufe 7-8. Die Aufgabe lautet: Im Gewächshaus sind die ersten Erdbeeren reif. Nachdem Jan 16 Erdbeeren gepflückt hat, finden seine zwei Schwestern jede nur noch 10. Jan teilt brüderlich, damit sie alle drei gleich viele Erdbeeren haben. Wie viele Erdbeeren gibt er an jede seiner Schwestern ab? Und wir haben als Antwortmöglichkeiten 2, 3, 4, 5 oder 6 Erdbeeren, die Jan an jede Schwester abgibt. Die Lösungsstrategie. Wir überlegen uns zunächst mal, wie viele Erdbeeren insgesamt gepflückt wurden. Das wollen wir n Erdbeeren nennen, die Anzahl der Erdbeeren. Das sind 16, die Jan gepflückt hat. Und plus 10, weil jede der beiden Schwestern 10 Erdbeeren gepflückt hat. 16 plus 10 plus 10 sind 36 Erdbeeren insgesamt. Es soll jeder von den drei Geschwistern gleich viele Erdbeeren bekommen, also teilen wir das durch die Anzahl der Personen, nämlich 3. Also soll jede Person am Ende n gleich 36 Drittel, also 12 Erdbeeren bekommen. Jeder soll also 12 Erdbeeren essen können. Jede Schwester hat 10 selbst gepflückt und das bedeutet, jede Schwester muss noch 2 Erdbeeren hinzubekommen, damit sie eben auf 12 kommt. Für den Jan bleiben dann 16 minus 2 minus 2. Er hat ja 16 gepflückt und an jede Schwester gibt er 2 ab. Also ebenfalls dann 12 natürlich. Und insofern ist die Antwort A richtig. Jan muss an jede Schwester 2 Erdbeeren abgeben, damit alle gleich viel Erdbeeren essen können. Das war also eine recht einfache Aufgabe. Und in der nächsten Folge wollen wir dann über die Aufgabe B8 sprechen aus dem Wettbewerb 2017, Klassenstufe 7-8. Vielen Dank.